Moin, moin, liebe Schüler! In diesem Video erfahrt ihr, wie man rationale Zahlen addiert. Schauen wir uns erst einmal dafür einige Beispiele an. Plus 6 plus 5. Dann nehmen wir nochmal das Beispiel plus 8 plus minus 2. Wenn ich eine Aufgabe habe, indem ich hier zwei gleiche Vorzeichen habe, das heißt einmal eine plus 6 und eine plus 5. Das bedeutet, ich habe gleiche Vorzeichen, dann werden die Zahlen einfach nur addiert. Das heißt, 6 plus 5 ergibt 11. Und das Vorzeichen der beiden Zahlen wird übernommen, also plus 11. Man könnte das Plus natürlich weglassen, ich schreibe es einmal mit. Beim nächsten Beispiel habe ich einmal eine plus 8 und das zweite Vorzeichen ist eine minus 2. Das heißt, in dem Fall habe ich zwei verschiedene Vorzeichen. Nun darf ich die Zahlen nicht addieren, sondern ich muss sie voneinander abziehen. Das heißt, ich rechne jetzt 8 minus 2, das ergibt 6. So, nun habe ich ja zwei Vorzeichen und nun muss ich überlegen, welches dieser Vorzeichen hat mein Ergebnis. Und ich sage das immer so, das Vorzeichen der größeren Zahl, also des reinen Betrags, gewinnt. Das heißt, die 8 ist ja größer als die 2, also gewinnt das Vorzeichen plus. Ein anderes Beispiel. Es gibt auch Aufgaben, wo die Klammer zum Beispiel fehlt. Das heißt, 10 plus minus 8. Jetzt hat die 10 erstmal kein Vorzeichen, aber man weiß ja, überall, wo kein Vorzeichen vorsteht, ist ein Plus. Das heißt, die Zahl ist plus 10 und ich habe die minus 8. In dem Fall habe ich wieder zwei verschiedene Vorzeichen. Jetzt muss ich die Zahlen wieder voneinander abziehen, also 10 minus 8 ergibt 2. Und welches Vorzeichen gewinnt? Das der größeren Zahl, also plus. Ein weiteres Beispiel, minus 15 plus minus 5. Hier schaue ich mir die Vorzeichen wieder an. Minus und Minus. Ich habe also zwei gleiche Vorzeichen, also muss ich die Zahlen wieder addieren. Das heißt, 15 und 5 ergibt 20. Und das Vorzeichen der beiden Zahlen wird übernommen, also minus 20. Also, ich fasse nochmal zusammen. Haben wir gleiche Vorzeichen? Also plus und plus oder minus und minus. Dann addieren wir die Zahlen. Und das Vorzeichen wird übernommen. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an für verschiedene Vorzeichen. Zum Beispiel Plus, das andere wäre ein Minus oder umgedreht erst ein Minus, dann.
dann ein Plus. Dann subtrahieren wir, also wir ziehen die Zahlen voneinander ab. Und das Vorzeichen. Der größeren Zahl gewinnt. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.